Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich bin euer TMX und ihr seid unterwegs auf Gameplay Deluxe. Wir haben in der letzten Folge versucht, den versteckten Kochkey zu finden. Leider vergebens, wie ich zugeben muss. Der soll irgendwo hier am Fuße des Fistop Mountain sein, ne? Und den Brunnen beobachten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier bei der Suche nach 10 versteckten Corki-Bildern. Ah, es sind also Corki-Bilder. Okay. Corki-Bilder, damit kann ich schon eher was anfangen. So, Hinweise, irgendwas. Na, da war es doch. Da, Hinweise zum versteckten Corki-Wettbewerb. Da gucken wir nochmal schnell rein. Nukatown, USA. Irgendwo unten genießt Corki den Anblick des erfrischenden Brunnens. So, jetzt überlege ich gerade. Es gibt hier, ich glaube, unter Wahrnehmung. Denn irgendwo gab es einen Skill, mit dem man die oh, das müssen wir übrigens skillen. Mega kritische Treffer. Wo gab es das doch, dass man die Dinger in dass man die Questlinien sehen kann. Das gab es irgendwo. Das war irgendein Skillpunkt. Achso, und ich wollte ja eigentlich schon seit Ewigkeiten den hier machen. Damit wir endlich auch hier mal ein bisschen was basteln können. Darum geht es ja hauptsächlich. Also wenn wir ein Bild suchen. Da war anscheinend irgendwo ein Pizzatablett. Wenn wir ein Bild suchen, dann ist das ja was anderes. Das sollten wir erfinden können. So ein doofes Bild, oder? Finden wir doch. Ich guck mal, nicht, dass es noch irgendwo anders einen Brunnen gibt. Aber ich glaube eher nicht. Nee. Wird jetzt nicht danach auszwingend. Aber wo dieses Bild ist, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Haben es ja leider auch in der letzten Folge noch nicht finden können. Ja gut, hier dran könnte es theoretisch auch sein, ne? Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Da ist ja auch kein Bild. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Ach, wo ist denn das blöde Bild? Ich möchte das jetzt gerne finden. Damit wir das haben. So ein Stromdings. Hier ist es nicht dran. Oh, hier ist noch Zeug drin. Das nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar. Klar wie Klotzbrühe. Nisha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Wo ist dieses blöde Bild? Vor allem will man auch nicht zu schnell gucken, weil man sonst immer denkt, oh ja, gleich ist hier wieder alles vorbei, wenn man das übersehen hat. Also die sind auf jeden Fall echt versteckt, versteckt, versteckt. Meine Güte.
Hier ist ja auch nichts davon. Verstehe ich echt nicht, wo das sein soll. Es muss eigentlich einen Blickpunkt auf den Brunnen geben. Zumindest sagt uns das der Hinweis. Bitte zeig mir so viele heimische Lebensformen wie möglich, damit ich... Ich habe heute Nacht ganze 4 Stunden geschlafen. Schließlich der Wissenschaft. Boah, Alter, wenn ich dieses Bild finde, ne, dann mache ich 5 Kreuze. Wenn nicht sogar noch mehr. Hier irgendwo muss es eigentlich sein. Ich finde bestimmt was Gutes. Das kann ich spüren. Es ist doch nicht offen. Wir haben alle mal dran gedacht, Coulter in den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Ja, ja. Vor allem, ich suche jetzt hier nach so einem winzigen Bild, ne? Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so klein ist oder vielleicht ist es auch etwas größer? Oder ist das ganze Ding hier als Brunnen gemeint? Für mich wäre der Brunnen eigentlich nur das da. Hier ist kein Bild dran zu sehen. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. So, hier ist auch alles nicht gelootet. Das gibt's ja gar nicht. Und hier kommen wir nicht hoch. Anscheinend. Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Wo bist du, Mini-Gorki? Also es steht ja extra drin irgendwo unten. Also theoretisch muss das eigentlich an irgendeiner Wand befestigt sein oder so. Es sei denn, es ist drin und es geht auch durch die Fenster sozusagen. Das wäre jetzt ein bisschen... Naja, weiß ich nicht, aber wäre theoretisch eine Möglichkeit. Sieht mir aber nicht danach aus. Wir gehen mal wieder hier raus. Ne, das war auch nur ein Dokument, ein ganz normales. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich gucke jetzt hier noch einmal nach, ansonsten gehe ich woanders hin. Und mache erstmal andere Quests. Weil... Das ist sonst echt, glaube ich, einfach eine zu große... Ein zu großer Aufwand. Diese Büsche wuchern, glaube ich, erst seit kurzem hier. Alter, wo soll denn dieses Bild sein? Ohne Scheiß. Was ist denn das hier? Nehme ich doch mit. Also dieses Bild von Corki, wo auch immer es ist, ist verdammt gut versteckt. Ohne Scheiß. Also, das ist echt richtig gut versteckt. So, auf Karte können wir uns das auch anzeigen lassen, tatsächlich. Hä? Galactic Zone, D-Rock, Kitty Kingdom. Das ist doch Nukatown, USA. Wieso? Achso. Ich finde die versteckten Korks in Nukatown, USA. Aber die Brille haben wir auf, ne? Das wäre wichtig. Cappy Glasses. Die haben wir absolut auf. Sehen auch schön scheiße aus. Warte mal, was ist denn, wenn wir die... absetzen. Gucken und dann
aufsetzen? Nö. Also genau genommen ist dieses Nuker Town USA ja das da. Zu schnell. Ich lass echt nach. Na klar haben wir Knarren. So, hier müsste es sein, ne? Aber Messer sind. Ne, wett? Der Palor, Nuker Town USA ist viel weiter unten. Oh, dann suche ich hier die ganze Zeit am falschen Punkt, oder was? Ist mich ja. Ach ja, da ist ja noch ein Brunnen, natürlich. Ich hab eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Fuße des Fistop Mountain, ja, ja. Hier, den Brunnen meinen die wahrscheinlich. Wo ist Victor? Dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Leute, die ich hasse, lösen sich ja nicht einfach in Luft auf. Ich meine, du bist noch hier, oder? Achso, das ist gar kein Brunnen. Noch weiter hinter mir, hä? Hier soll das alles sein, oder? Achso, ah, das ist immer über den ganzen Bereich. Ich glaube, ich werde aber erstmal, nee, da lang, den anderen Bandenboss nochmal hab einen der Händler beim Clown erwischt. Mir reinziehen. Boss, wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Dann gab's ein paar zusätzliche Schießübungen. Ja, was auch immer. Wir gehen einfach mal rein und quaken mit dem. Die Bilder können wir immer noch suchen. So, wo müssen wir hier hin? Geradeaus irgendwie, da ist er. Der Zoo macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Und wer wohl gewinnt? Ah, die Mausratte ist die einzige, die Schade bekommen hat. Ich bin einfach hierher gekommen. Ganz genau. Die meisten kümmern sich um ihren Kram, ohne mir damit auf die Nerven zu gehen. Brauchst du Hilfe, um deinen Platz hier zu finden? Nein, es geht schon. Es gibt jede Menge Halsbänder in den Zwickern, falls du es nicht hinkriegst. Das Leben ist zu kurz für uns. So, wir speichern einmal. Hallo. Bei genauerem Hinsehen weiß ich nicht, ob ich dir diese Overboss-Nummer abkaufe. Ja, wir stecken da gemeinsam drin. Problem. Seid ihr ein Problem, das ich lösen muss? Schön langsam, Boss. Wir lernen uns gerade erst kennen. Ich bin Mason, der Alpha des Rudels. Die Gegend hier gehört uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels. Und werde es auch bleiben. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. So, Loyalität. Nicht hier, um Freunde zu finden, zusammenarbeiten. Deine Leute werden mir keine Probleme bereiten, oder? Das Rudel tut, was ich sage. Solange du mir nicht dumm kommst, passiert dir nichts. Okay. Arbeiten wir zusammen, Mason. Ich will dir nicht den Posten streitig machen. Wenn das stimmt, haben wir vielleicht wirklich keine Probleme. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner eine Träne nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre jemand anders. Aber Gage sagt, dass du jetzt der Boss bist. Dann bist du es eben. Du willst kein Anführer sein? Das will ich wissen. Du willst kein Overboss sein? Wenn ich wüsste, dass die anderen Banden dabei sind, würde ich sofort das Kommando übernehmen. Mach ich auch. Wenn sich rausstellt, dass du ein Vollidiot bist. Wenigstens ist es nicht Max Black oder die bekloppte Nisha. Und du kannst kaum schlechter als Coulter sein. Ich habe Pläne. Coulter war schwach. Ich habe Pläne für diesen Ort. Wirst schon sehen. Vielleicht kannst du ja wirklich was. Aber wir dachten auch, dass Coulter etwas kann. Jetzt liegt er in seinem eigenen Blut. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Und zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Könnte schlimmer sein. Was wollt ihr dann? Kronkorken, Action, irgendwas. Nur nicht dumm rumsitzen, wie wir es das letzte Jahr gemacht haben. Ich bin ganz Ohr. Klar, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden, nicht mal die Jünger. Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten können. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert. Hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Was hat es denn wirklich mit Gage und Coulter auf sich? Hey, ich weiß nur, was ich gehört habe. Angeblich hat Gage Coulter überredet, Overboss zu werden. Und dich hat er auch dazu gebracht, oder? Vielleicht mag er es, wenn Leute ihm was schulden. So kann er Dinge erledigen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Nachdem Coulter schwach wurde, versammelte uns Gage und versprach, jemanden zu organisieren, der Coulter erledigen würde. Und das hast du soeben getan.
Vielleicht war das der Grund für die Feuerprobe. Ich werde ein guter Anführer sein. Du kannst mir vertrauen. Ich werde ein guter Anführer sein. Nichts für ungut, aber du bist gerade erst angekommen. Mal sehen, was du drauf hast. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Hab gehört, du sprichst auch mit anderen Banden. Mach, was dir gesagt wird. Gleich behandeln andere Banden, ihr kriegt euren Anteil. Ich plane, alle Banden gleich zu behandeln. Irgendwo auf der Welt sind zwei Dinge exakt gleich, Boss. Alles hat seinen Platz. Eine Bande wird oben, eine unten landen. Das ist ein einfaches Naturgesetz. Noch eine letzte Sache zum Schluss. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf Linie halten willst. Wenn du mal helfen kannst, komm vorbei. Treue ist keine Einbahnstraße. Alles klar. So, jetzt können wir zu Gage zurück. Hier ist es echt laut. So, wir gehen mal hier weg, weil hier ist echt zu viel Geräuschkulisse. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht finden wir ja doch noch dieses blöde Corki-Bild. Ich will das unbedingt finden. So, da müssen wir wieder hin. Der Hinweis sagt uns halt, es ist unten am Fistop Mountain. Und versucht irgendwie ich wollte auch dieses, mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Dieses blöde Dingens da zu sehen im Brunnen. Vielleicht müssen wir uns auch hier es ist total langweilig, seit das ich Ding wieder anmachen. Ich hab's nicht so mit anderen. So, machen wir das Ding einfach wieder an. Hallo! Wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich und nicht vergessen, für einen kompletten. So, verdammt. Erstmal keine. In dem Fall Fehler. Du bist noch da? System, einen schönen Tag. Ach du Scheiße. Immer wieder super. Okay, also keine Ahnung, wo das Bildchen ist. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Anscheinend gibt es das Bild nicht oder so. Vielleicht suche ich auch falsch danach. Das kann natürlich durchaus auch sein. Oder mit Brunnen ist was anderes gemeint. Keine Ahnung. Aber für mich wäre Brunnen genau das Ding. Und nichts anderes. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also hier sind ja auch keine Bilder oder so da. Von daher, am Brunnen selbst ist es jetzt nicht die Gerätschaft, welche auch immer das dann ist. Hier ist auch kein Bild von Corki. Ach Mann, das schlaucht mich total. Ich wollte unbedingt dieses Bild finden. Also jetzt richtig. Wieso sagt er mir denn am Fistop Mountain irgendwo unten und am Ende ist es hier überhaupt nicht? Hier gibt's bestimmt was Gutes. Es könnte ja theoretisch überall sein, dieses Bild. Aber es ist einfach nirgendwo. Brille muss man ja auch nicht irgendwie einsetzen oder so. Wie ich das gesehen habe. Ich finde bestimmt was Gutes. Das kann ich spüren. Auch hier kein Bild von Corki oder so. Ich gehe das jetzt hier noch einmal ab. Den ganzen Kram. Aber leider kein Glück. Ah, wie ärgerlich. Da oben war ja auch nichts. Also da oben sollte ja auch eigentlich gar nichts sein, weil das Ding soll ja irgendwo unten sein. Ja, hallo. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. So, wir müssen ja sowieso zu Gage. Aber wir können auch nochmal nebenbei so ein bisschen nach dem Bild gucken. Es muss eigentlich irgendwo hier unten sein.
Ich weiß nicht wo. Weil eigentlich kannst du hier von überall das beobachten. Auch wenn er mir sagt, am Fistop Mountain irgendwo unten. Aber naja. Der Oberboss kehrt zurück. Ah, du bist in einem Stück zurück. Das ist ein gutes Zeichen. Ist alles okay mit unseren netten Psycho-Nachbarn? Hoffentlich hast du ihnen nicht zu viel versprochen. Klar, etwas Übertreibung gehört dazu. Aber sie sollten es dir nicht übel nehmen, wenn du dein Versprechen nicht halten kannst. Was jetzt, Gage? Jetzt? Jetzt kommt der lustige Teil. Zeit, die Ärmel hochzukrempeln, Boss. Es gibt viel zu tun. Das Ding ist riesig. In Abschnitte unterteilt. Parks, wie auch immer die früher genannt wurden. Wir müssen sie uns wiederholen, einen nach dem anderen. Jeder Abschnitt, den wir sichern, gibt uns mehr Raum zum Atmen und mehr Ressourcen. Du besetzt einen, indem du eine Flagge für eine der Banden aufstellst. Dann gehört er dir. Wer was bekommt, entscheidest du. Die Bande, die ihn kriegt, freut sich natürlich. Aber die anderen könnten neidisch werden. Weißt ja, wie das läuft. Eine Flagge aufstellen? Eine Flagge aufstellen? Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Schau, wenn du das jemand anderem überlässt, prügeln sich die Banden darum, wer den Platz verdient hat. Viele dieser Trottel können nicht lesen. Also muss es eindeutig sein, damit sie mitmachen. Sie wissen, worauf sie achten müssen. Das wär's. Schön einfach, oder? Gewöhn dich noch etwas ein, wenn du willst. Dann legen wir los. Und hey, wir machen das gemeinsam. Also kann ich auch alles geben. Wenn ich auf dich aufpassen soll, sag Bescheid. Warum? Was springt für dich dabei raus? Meine Fresse. Hast du nicht zugehört? Ich hab den Banden die Idee schmackhaft gemacht. Wenn es scheiße läuft, wollen die nicht nur deinen Kopf auf einem Pfahl sehen. Mir gefällt mein Kopf da, wo er ist. Also tue ich alles, damit er auch da bleibt. Also, wie schaut's aus? Ziehen wir das zusammen durch? Gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, Gage. Wir haben eine Abmachung. Du bist der Overboss. Das weiß ich doch, aber Curie muss eigentlich... Ach, verdammt. Dann schicken wir sie in die Vault. So, sonst können wir Gage nicht mitnehmen. Tschüss. So, da müssen wir jetzt alles Mögliche sichern. Aber vorher mache ich eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.